Hi, weiter geht's mit unserem Q&A. Im ersten Teil habe ich ausschließlich von dem Disney-Aus von John Lasseter gesprochen und manche von euch haben geschrieben, dass sie fürchten, die berühmte Qualität der Pixar-Filme könne in Zukunft absacken. Das ist eine Befürchtung, die sicherlich nicht aus der Luft gegriffen ist. Aber die Nachfolge steht inzwischen fest. Den Kreativjob bei Disney und bei Pixar teilen sich Jennifer Lee und Pete Docter. Letzteren hatte ich des Öfteren getroffen, hatte viel Kontakt mit ihm. Und wer seine Filme kennt, der weiß, dass er ein Mann der ersten Stunde ist. Ein typischer Pixar-Mann mit hervorragendem und außergewöhnlichem Talent. Also vielleicht muss man doch kein Absacken befürchten. Heute will ich Fragen beantworten von einem Einzelnen von euch, nämlich Markus W. Dem bin ich schon seit langem Antworten schuldig und ich glaube auch, dass seine Fragen stellvertretend sind für andere, die ähnliche Fragen gestellt haben. Also los geht's. Sinngemäß schreibt Markus: Ist etwa der Sieg von Moonlight 2017 auf rassistische Rücksichtnahme der weißen Juroren gegenüber der schwarzen Minorität zurückzuführen? Er fand die Konkurrenten wie La La Land, Lion oder Manchester by the Sea fand er viel stärker. Und Markus fügt an: Natürlich sind Filmbewertungen immer Geschmackssache. Das sehe ich auch so. Aber zur Geschmackssache gehört auch der Zeitgeschmack. Themen und Stories, die sozusagen mitschwingen auf den Wellen aktueller Zeitströmungen, lösen natürlich eine intensivere Reaktion aus. Die derzeitige Sensitivität gegenüber Minderheiten ist so eine Zeitströmung. Und es gibt noch viele andere, zum Beispiel, ich glaube, dass Steven Spielberg seinen Film The Post nicht gedreht hätte und dass sein Film The Post nicht unter die 5 besten Filme nominiert worden wäre, ohne die ständigen Attacken von Trump gegen die freie Presse. Auch so eine Zeitströmung. Aber verzerrt das nicht die Qualitätsbewertung durch die Jury? Ich glaube, man kann auch sagen, wenn Filme aktuelle Zeitströme sichtbar machen, diese treffend kommentieren und kreativ widerspiegeln, dann ist das auch ein akzeptables Qualitätsmerkmal. Aber du hast recht, Markus, einfach für die Juroren ist das sicherlich nicht. Zweitens, das Phänomen Meryl Streep. Er wundert sich, dass sie sozusagen automatisch in fast jedem Jahr nominiert wird. Das ist eine Frage, die ich ganz einfach beantworten kann. Für mich ist kein Zweifel, Meryl Streep ist schlicht und einfach so überragend gut, dass ihre Nominierungen und ihre Auszeichnungen gerechtfertigt sind. Man soll sich nämlich vor Augen halten, man soll sich auch vor Augen halten, dass bei den Oscars die Nominierungen ja nicht von einer sympathierenden Öffentlichkeit kommt, sondern von den Kollegen Schauspieler und Schauspielerinnen, die natürlich beurteilen können, ob eine Leistung innerhalb ihrer Sparte herausragend ist oder nicht. Und das ist bei Meryl Streep eigentlich fast immer der Fall. Man erinnere sich an Amy Poehler, die bei den Golden Globes sagte: Meryl Streep ist heute Abend nicht hier. Sie hat die Grippe und wie zu hören ist, ist sie auch darin unheimlich gut. Ich mag Meryl Streep, ich bewundere sie. Und ich finde ihre Anerkennungen, wie gesagt, okay. Und schließlich Nummer 3. Markus meint, ob es nicht furchtbar lästig für Schauspieler und Schauspielerinnen sei, dauernd belagert und nach Autogrammen gefragt zu werden. Auch wenn sie sehr viel Geld verdienen, meint er würde das nicht haben wollen. Ob ich denn mit Actors mal darüber gesprochen hätte. Kommt dauernd im Gespräch mit solchen Promis vor. Erst kürzlich wieder, als ich Sandra Bullock zum Film Ocean 8 interviewt habe. Sie sagt: Ach, was waren das für herrliche Zeiten, als die Phones noch keine Kameras waren.
Sie hat zwei kleine Kinder und mit denen spielt sie unheimlich gerne im Park, auch Fußball. Und das wird für sie wegen der ständigen Belagerung von Schaulustigen und Fans immer schwieriger. Übrigens nebenbei bemerkt, Amerika ist ja nicht in der WM, sodass sie als Halbdeutsche jetzt voll hinter den Deutschen steht. Go Germany, go, sagt sie. Dazu fällt mir noch ein anderes Beispiel ein. Ein Großstudio hatte mal zu einem großen Medienevent eingeladen in einem Edelhotel und nach einem Marathon von Filmvorführungen und Interviews und Pressekonferenzen hatte ich Lust, mal mich im Swimmingpool zu erholen. Ich also rein, obwohl da plärrende, schreiende Kinder drin war, wollte ich das genießen. Ich rein, tauche auf, genau neben dem Schlauchboot der Kinder und plötzlich baut sich vor mir ein Mensch auf, den man sonst eigentlich nur in Kinos sieht. Einen halben Kopf größer als ich und ich bin ja auch nicht gerade klein, alles muskelbepackt und kahlgeschorener Kopf und ein Gesichtsausdruck, als hätte ihm die Großmutter geklaut. Ich musste mich erst mal orientieren und dann sah ich nicht weit davon entfernt, steht noch so ein Typ und dann noch einer. Und dann wurde mir bewusst, dass ich genau neben dem Schlauchboot im Gewusel der Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt aufgetaucht bin. Und dann kapiert man, wenn man das so sieht, kapiert man, was für ein Aufwand dieser Lebensstil sein muss. Du brauchst immer diese Bodyguards, du brauchst immer die Privatmaschinen, du kannst nicht einfach ins Flugzeug steigen und mitfliegen, es wäre unerträglich, der Ansturm der Leute. Und du musst in Häusern wohnen, die abgeschottet sind, damit niemand, auch nicht den Nachbarn, ihnen zu nahe kommt. Ich erinnere mich, dass Jeremy Irons einmal zu mir sagte, er habe kein schlechtes Gewissen, dass er durch seine Arbeit so viel Geld verdiene, weil der Erhalt der Privatsphäre sehr, sehr teuer sei. Und das hat dieses kleine Beispiel mir auch wiederum bestätigt. Auf der anderen Seite, finde ich, sollten sich die Promis nicht so anstellen. Wenn jemand auf sie zukommt und ein Selfie will und ein Autogramm will, was ist groß dabei? Die Stars bekommen oder kommen zu Ruhm und Reichtum durch eine bewundernde Öffentlichkeit. Und dass sie gelegentlich dann etwas an diese Öffentlichkeit zurückgeben müssen, das ist wirklich nicht zu viel verlangt, finde ich. Also, so viel zu den Fragen von Markus. Fragen von anderen zu anderen Themen. When I see you next time.